Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Aber es ist ein besonderer Vlog. So einen Vlog gibt es nicht immer. Und es geht nach. Ne, ich dir jetzt? Nein. Hatay. Da, wo deine Mutter herkommt. Hatay, 31. Also Leute, wenn ihr mir schon etwas länger folgt, da gab es einen Gen noch gar nicht. Ihr habt nur so. Ich habe die Vlogs mit meinem Bruder gemacht und ihr habt unsere Hatay-Vlogs richtig gefeiert und ihr wolltet, dass wir weitermachen. Aber seitdem haben wir nie richtig so Zeit in Hatay verbracht. Auf jeden Fall haben wir diesmal was Besonderes vor, denn meine Family hat Ayas noch nie gesehen. Oh, sind nicht görmediler mi da? Nee. Ayas ist für die gerade eine fremde Person. Natürlich verfolgen die uns auf Social Media und sehen seine ganzen Videos. Die sind auch voll verliebt in ihn. Aber ja, das wird witzig, weil ich weiß nicht, wie Ayas reagieren wird. Ich weiß, wie die reagieren werden, aber ich weiß nicht, wie Ayas reagieren wird. Und deshalb wird es spannend. Yes, also wir haben schon gepackt. Wir sind ready. Wir müssen auch jetzt sofort los. Er war direkt in Tayana. Dann sehen wir uns in Hatay, Leute. Hatay'da görüşürüz de. Welcome to Hatay, würde ich jetzt gerne sagen, aber wir sind in Istanbul gelandet und hier stecken geblieben, weil wir unseren Anschlussflug leider verpasst haben. Unser Flieger ist eine halbe Stunde zu spät abgeflogen. Nein, nicht mal, oder? Zu spät abgeflogen und 15 und Minuten musste er oben chillen. Er meinte dann, Hava Trafi, Chokkalabalak. Ja, auf jeden Fall hat er dann noch 15 Minuten gebraucht, bis er dann irgendwie landen konnte. Er ist ein, zweimal dann noch so in der Luft gedreht. Deswegen haben wir unseren Anschlussflug verpasst. Dann, ja, mussten wir von da nach da rennen, Koffer abholen, dies, das, Hotel klären. Jetzt sind wir hier gelandet und essen erstmal ganz gechillt. Ne, yes, na, yes? Et. Wow, Tavuk, Pilav falan yiyorsun sen? Geil. Einfach geil. Ich habe mir auch Essen bestellt und jetzt gönnen wir uns richtig. Leute, ich kenne keinen einzigen Hatayaner, der ohne Probleme nach Hatay fliegen kann. Das ist immer so ein Ding, nach Hatay zu fliegen. Sehr anstrengend, dauert sehr lange und irgendwie gibt es immer Probleme. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich hoffentlich in Hatay. Also wir werden dann morgen nach Hatay fliegen. Also bis dann. So Leute, wir sind jetzt in Hatay angekommen. Ihr habt ja schon die Reaktionen ungefähr gesehen. Wir hatten nicht richtig die Möglichkeit aufzunehmen, aber wir haben uns gedacht, dass wir erstmal was frühstücken. Die haben schon richtig geile Sachen vorbereitet, Leute. Meine Tante kommt schon mit Pommes hierher. Ihr wisst, bei den Türken darf Pommes nicht fehlen. Ich zeige euch mal kurz den Tisch. Wow, wow, wow. Das ist Kartoffel, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das ist so Brot mit, ja, ja, es ist so Türkeleg, genau. Und hier, Sigarabüle, richtig lecker, Leute. Boah, ich liebe das. Das ist so halt so richtig Käse, was schon so sehr, sehr alt ist, sage ich mal. Oder so, was getrocknet wurde. Genau, das isst man dann so im Endeffekt mit Olivenöl. Ich liebe das. Das stinkt so ein bisschen. Tunja hasst es, aber ich liebe das. So, das hat noch gefehlt. Das ist auch richtig lecker. Boah, Leute, ich kann euch gerade nicht erklären, wie geil die Sachen gerade in meinen Augen aussehen. Weil ich bin mit solchen Sachen halt aufgewachsen. Halt, ne, damit oder damit, damit, und das ist so eine andere Liebe. Ich zeig euch mal kurz drin, wo wir jetzt gerade sind. Ayas wird gerade gewickelt oder wurde gewickelt. Hallo. Hallo. Hoş geldin Ebru'cum. Seni seviyorum. Seni çok çok özlemiştim canım. Oh, canım benim. Das ist meine Oma, Leute, die Mama von meiner Mutter. Und sie bereitet gerade Frühstück vor. Leute, ihr wisst, warum Maya so ist, ne? Wir sind ganz Familie so. Das ist mein Cousin, Memo. Was geht? Sehr gut. Ja, bitteschön. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, beni mutlu ettiniz. Ayaz'ım ne bakalım seninle tanıştığıma. Wir machen jetzt einen Garten-Rundgang.
Opa zeigt uns seinen Garten, was er hier alles kreiert hat. Erik gibi bir şey mi? Evet. Ya ilaç gibi ne bu? Ya. Bu faydalı faydalı. Bak bu nar ağacı. Bu sene ektim bak. Evet. Hmm. Bu sene ektiğin halde hemen böyle mi büyüdü? Bir tane olmuş bak. Bu erik. Hiçbir şey bilmiyorum. He o şey kırmızı gibi olan. He kırmızı olur. He kırmızı olan o erik. Bu, bak plum. This is plum bomb. Bu Washington. Neyi? Washington. Washington. Grapefruit mu bu ne? Portakal. O da mı portakal? Amerikan portakalı. He. Washington orange. Washington. Amerikan başkenti. Öyle mi? Evet. Çikolata mı veriyorsun? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldin. Ayaza bak ağlasayım. Hoş geldin. Hadi aşkım gel. Bak getirebiliyorsun. Hiç güç beklesin bir gün günümüzü gün. Çikta çikta çikolatadan tatlısın sen ya. So Leute, die sind jetzt gerade der Meinung, dass hier richtig geil schmeckt, also ein Kebabchi. Hier wird, glaube ich, Kebab gegessen und auch Döner und die sind sehr, sehr begeistert. Jetzt bin ich mal gespannt. Eis ist auch da. Omer ist auch da. Er schämt sich zu zeigen. Guck mal, wie gut der aussieht. Guck mal, wie gut der aussieht. Hallo. Hallo. Eis, Kebab. Evet, evet. Eis, biz nerede şimdi? Burada çok mantıklı. Wir haben ein Kebab bestellt, aber das war so klein für Ernst, dass wir noch ein zweites bestellen mussten. Etwas. Leute, ich habe gerade eben das hier probiert. Das war so scharf. Ne? Ich habe nur so ein Stückchen genommen, so eins. Warte. Das sind meine Cousins, Leute, mit denen bin ich aufgewachsen. Schatz, wir machen Taste-Test. So Leute, wir probieren jetzt den geilsten Kebab ever. Wir haben alle das Fulsch mit scharf genommen und wir sind voll Opfer. Boah. Leute, das ist schon der dritte Kebab von Ayas. Der Arme, die Portionen reichen nicht für ihn. Oder er hat noch nie so lecker Kebab gegessen, kann auch sein. Das ist einfach Meisterwerk. Ayas, in der Nimmwald. Back Ayas, back him, bana back. Wow. Çok güzel. Kim aldı sana? Ayas. Ayas geldi. Teyze aldı değil mi? Nein, Ayas. Hadi götür babaya. Götür babaya, göster onu. Leute, Ayas gerade so glücklich, man. Du siehst, wenn man mit Family unterwegs ist. Die müssen direkt alles kaufen, was er möchte. Ich glaube, das ist schon sein dritter leuchtender Ballon in seinem Leben. Ja, und er ist 2 Jahre alt. Und wie lange haben diese Ballons gelebt? Maximal einen halben Tag. Nein. Also am nächsten Tag spielt er nicht mehr damit. Ja. Das meint. Er wird büspig. Hayat ne böyle büyük park görmedi çocuğum. Bir de nasıl veriyor? Ver, hadi git bakayım. Wow, Ayas! Hatay, Leute, dieser Parkplatz ist echt geil. Also sogar ich habe Lust hier zu spielen. Guck mal, wie geil die Rutsche ist. Hallo Leute, another day, another tier. Yes. Auf jeden Fall sind wir heute in Atlas Folklübü. Hier werden wir frühstücken. Am Eingang waren direkt so viele Tiere. Und wie ihr wisst, ist Ayas ein sehr großer Tierliebhaber. Man sieht ihn auch gerade richtig an. So sieht es hier gerade aus, wo wir gleich frühstücken werden. Wie gesagt, hier ist auch so ein Spielplatz, wo Ayas später auch sich austoben kann. Tarzanpark. Oh, man kann hier schaukeln. Da sitzen auch die ganzen Menschen, die gerade frühstücken. Leute, das ist unser Tisch. Schaut doch mal für dieses Frühstück hier an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir denen nur Frühstück zeigen. So Leute, wir haben gerade gefrühstückt. Also wir waren da gerade. Hier in diesem Häuschen. Und jetzt können wir mal die Pferde beobachten und wenn man will, kann man auch mit denen reiten. Aber ratet mal, wer von uns hier reiten möchte? Niemand. Warum? Weil er Angst hat. Er hat Angst. Korkuyorsun dedi. Ebru, yanına kadar gidiyor maşallah. Ayas gördün mü atı? Ayas ata mı bineceksin sen? Ja. Wir mussten gerade sowas kaufen, damit er drauf gehen kann. Wir müssen jetzt auf unsere Reihe warten. Ayas!
Ayaz tut oradan tut. Aferin oğlum. Oh my baby. Ayaz. Hallo baby. Anne. So, jetzt kuscheln wir so ein bisschen mit dem Pferd. Ba- Schatz, nie öyle yaptın. Oh. Wow. Hadi sen de yap. Ayaz yapsın. So, es geht weiter mit unserer Hatay-Tour. Heute, was sie jetzt besuchen wir ein Museum. Ein Archäologie-Museum. Archäologie-Museum. Archäologie-Museum in Hatay. So sieht das von außen aus. Hier, Hatay. Was? Er hat jetzt die Tickets geholt. Hat mich Schwächling. 65 Lira für ein Ticket. Let's go. Oh Gott, das ist eine Ziege. Ja, Leute. So haben wir früher gelebt. Wir haben Zähne gefunden. Sind das Menschenzähne oder was? Da yeni mi buldular bunu? Allah Allah. Leute, das wurde wohl... Hatay Kotana Adam mı bu? Laut meinem Opa wurde das hier vor 2 Jahren erst ausgegraben und das ist wohl jemand, das Hatay gerettet hat. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall einen sehr komischen Namen. Supiluliuma. Hier sieht man, wie die ausgegraben haben. Oh Gott, was ist das? Aslan Heykeli, Lion Sculpture. Wie macht mir das alles hier so Angst? Leute, früher hatten die Leute solche Schädel, also die waren so eher länglich, die Köpfe, wie ihr das auch hier sehen könnt. Voll komisch. Ja gut, Ayaz, wie soll ich dir jetzt das erklären? Er sagt so, Anne, ein Mann. Ja, da liegen sogar, glaube ich, 4 Männer. Hier sind die ganzen griechischen Götter aufgelistet. Schatz, kann es sein, dass du auf sie stehst? Das sieht schon gut aus, ja. Du sagst immer nur ihren Namen, wenn wir über griechische Götter reden. Was sind das für Dinger? Oh, sorry, ich dachte, das sind alles nur griechische Götter. Ich glaube, ja, weiß nicht, das sind auch ein paar andere Teile. Oh, guck mal, das sind auch kleine. Ist das nicht Dings der Gott der Liebe oder sowas? Ja. Nein, das ist Eros. Also hier sehen wir auch ein paar Särge, wie die früher auch begraben worden sind. Leute, hier sieht man auch den Koran. So Leute, wir sind jetzt Künefe essen. Das ist die Spezialität in Hatay. Also wenn du hier bist, dann musst du das essen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Gib doch hier. Und Ayaz hat einen Hund bekommen. Ayaz Çoktatlı Köpek. Hier ist es ein bisschen klein, aber... Er hat eine ganze Potte und ich habe eine halbe. Wo ist das halb und wo ist das Dings da ganz? Das ist ein Viertel davon.